Hier geht es halt wirklich darum, was Gutes zu tun und Leuten zu helfen. Wir bauen gerade eine Hand zusammen. Wir bauen eine Armprothese für notbedürftige Menschen in den Entwicklungsländern. Für uns war ganz entscheidend, dass wir mit der Aktion nicht nur eine teambildende Maßnahme für unsere Auszubildenden haben, sondern uns da auch sozial engagieren. Also dass das einfach noch einen Zweck erfüllt. Ja? Wir bauen hier Prothesen und die werden im Nachgang benutzt von Menschen, die einfach aufgrund von unglücklichen Umständen in eine Notlage geraten sind und haben so die Möglichkeit, ja, eine zweite Hand zu haben. Wir dürfen nur einen Arm benutzen, um uns ein bisschen in die Leute hineinzuversetzen. Und das macht das natürlich alles noch mal viel schwerer. Man hat sich ja nie bewusst damit befasst, so, weil man kennt nicht solche Leute oder man hat nichts mit denen zu tun, so, aber so merkt man erst richtig, wie es denen geht. Und wenn wir halt wirklich damit arbeiten, so, nur mit einer Hand und dann mit der schwachen, merkt man halt wirklich, wie schwer das Leute wirklich haben, die so wirklich gar keine Hand da haben. So. Ich habe Gänsehaut bekommen, weil ich es schon sehr emotional fand, dass wir es auch machen können. Im Idealfall kriegen wir, nachdem wir ein Foto gemacht haben von den Gruppen, die die Hand gebaut haben, kriegen wir dann noch ein Foto zurück von jemandem, der die Prothese erhalten hat, mit dem Foto von den Leuten. Ich finde es sehr schön. Wenn ich auch ein Bild kriegen würde, wenn jemand diese Hand hat, dann würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich wäre sehr gerührt auf jeden Fall. Wir werden sehen, wie es ist, ja, weil das Foto haben wir noch nicht. Aber wenn es dann soweit ist, denke ich, dass das auch gerade noch mal so als Reminder für die Auszubildenden eine tolle Sache ist. Na, man freut sich, dass man jemandem geholfen hat. Es verbessert ja auch die Lebenssituation von jemand anders. Das ist Wahnsinn, weil das ist ein ganz elementares Upgrade von Lebensqualität. Ich finde es gut, weil man kann dann sagen, man hat den Leuten geholfen und hat dazu was beigesteuert, ne? Und konnte sagen, ey, die Hand habe ich gemacht, so, ne? Das finde ich schon cool, ja. Finde ich sehr gut, weil wir hatten einfach wenige Stunden Aufwand und helfen den Leuten fürs ganze Leben.